Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was ich heute zu sagen habe, richtet sich nicht an die linke Einheitsfront im Deutschen Bundestag. Das wäre auch zwecklos. Nein, es richtet sich an Sie, meine Damen und Herren, auf den Rängen und zu Hause an den Bildschirmen. In knapp 5 Minuten möchte ich versuchen, die Zusammenhänge aufzuzeigen, die den Schlüssel zum Verständnis der aktuellen politischen Situation darstellen. Ich tue dies am Beispiel des sogenannten Aktionsplans gegen Desinformation. Erlauben Sie mir einen ganz kurzen Rückblick. Erinnern wir uns an die Studentenunruhen der 68er Jahre. An den Universitäten war man sich einig, man wollte den sozialistischen Umbruch. Damals ist dieser Umsturz gescheitert, und einige glaubten, der Spuk sei damit vorbei. Aber weit gefehlt, denn der Kampf ging weiter, und er wird bis zum heutigen Tag von den Grünen und anderen Kommunisten, die aus den tiefroten Truppen dieser Zeit hervorgegangen sind, weitergeführt. Aus dieser Zeit stammt auch die Idee, alle gesellschaftlich relevanten Positionen zu besetzen, um den politischen Diskurs uneingeschränkt zu bestimmen. Den politischen Diskurs bestimmt man, wenn man die Medien besitzt. Man bestimmt ihn, wenn man die Deutungshoheit darüber erlangt, was Information und was Desinformation ist. Den Diskurs bestimmt man, wenn man das Internet kontrollieren kann, missliebige Meinungen unterdrücken oder am besten gleich ganz abschalten kann. Und genau darauf und auf nichts anderes zielt der sogenannte Aktionsplan gegen Desinformation. Er schafft die Werkzeuge für den geplanten Missbrauch, meine Damen und Herren. Sogenannte unabhängige Faktenchecker sollen darüber bestimmen dürfen, was Fake News ist und was nicht und was damit gelöscht werden kann. Journalisten sollen geschult werden, wie sie über bestimmte Sachbestände zu berichten haben. Erwünschter Qualitätsjournalismus und ganz bestimmte freie Medien sollen allerdings unterstützt, finanziell unterstützt werden, also gekauft. Frei sind sie jedenfalls da nicht mehr. Selbstverpflichtungen der Internetplattformen bereits umgesetzt. Widerspruch heißt seit neuem Hassrede, kann also nach Belieben gelöscht werden. Wie praktisch! Meine Damen und Herren, man möchte fast fragen, schlafen Sie noch oder überreißen Sie es schon? Die Kontrolle der Informationskanäle ist die alles dominierende Waffe im Kampf um den gesellschaftlichen Umbau. Denn die Medien sind es, die aus Schwarz-Weiß machen können. Sie können aus einem Ermordeten in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer machen. Sie können selbst aus Analphabeten eine Fachkraft, aus Wirtschaftsmigranten Flüchtlinge und aus Terroristen Aktivisten machen. Wer nun aber glaubt, es ginge hier tatsächlich um Einwanderung oder es ginge um Humanität oder gar um die Rettung der Umwelt, dem muss ich an dieser Stelle leider sagen, dass er auch nicht ansatzweise verstanden hat, welcher Film hier gerade läuft. Denn tatsächlich befindet sich unser Land ja ganz Europa in der entscheidenden Phase eines kulturmarxistischen Umbruchs, einer Transformation, die, wenn sie denn erreicht ist, allerdings den wenigsten gefallen wird. Das kann ich Ihnen heute schon versprechen, meine Damen und Herren. Denn die neue Gesellschaft, von der rote und grüne Sozialisten träumen, erfordert auch einen neuen Menschen. Und den gibt es nicht wirklich, sondern der muss erst durch Erziehung, durch Zwang und Repression gemacht werden. Jetzt muss man allerdings erst einmal diejenigen loswerden, die all diese schönen sozialistischen Pläne durchkreuzen wollen. Und so kommt es auch, dass die, für die das Grundgesetz die Bibel ist, diejenigen, die nach jeder Veranstaltung voller Inbrunst die Nationalhymne singen, beobachtet werden sollen. Initiiert ausgerechnet und gerade von denen, deren Rechtsbrüche in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos sind. Initiiert von denen, die auf Demonstrationen Deutschland Verrecke brüllen. Und von denen, die die Symbole der Antifa tragen, wenn sie im Deutschen Bundestag ans Rednerpult gehen. Darüber sollten Sie vielleicht alle einmal nachdenken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ursula Groden-Kranich, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie,
Die AfD wollen dem Titel ihres Antrags zufolge die Presse- und Meinungsfreiheit schützen. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass er auch Sie, wie wir alle hier, sich damit zum Grundgesetz bekennen. Ihrer Rede nach waren wir gerade auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Ich zitiere weiter. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung setzt zwingend den Meinungspluralismus voraus. Eine wunderbare Erkenntnis. Aber warum erlebe ich auch gerade diese Debatte hier wieder mit einer völlig anderen Haltung? Die völlige Ablehnung anderslautender Meinungen, die Diffamierung, nachher wahrscheinlich wir alle wieder einen Shitstorm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beschimpft, weil sie ihre Meinung nicht teilen. Also gerade das Gegenteil von Pluralismus. Sie schreiben weiter, Zitat, dass es keine allgemeinverbindliche Wahrheit gibt. Wunderbar. Auch da wären wir uns theoretisch einig. Aber Sie leben es anders. Ihre Zwischenrufe bedeuten das. Jeder kriegt es gerade wieder live mit. Ja, und es braucht durchaus Regeln, auch für das Verbreiten von Wahrheiten. Und die gibt es auch schon im Presserecht, in den Verfassungen, in den Rechtsprechungen der EU. Und der EU-Aktionsplan behauptet eben mitnichten, dass es die allgemeinverbindliche Wahrheit gibt. Das verbreiten wiederum nur Sie. Es ist ferner niemandem verboten, ich zitiere, im Rahmen seiner Meinungsäußerung Irrtümern zu unterliegen. Gerade dazu dient der demokratische Diskurs, dass der Einzelne im freien Meinungsaustausch seine Ansicht gegebenenfalls korrigieren oder sogar revidieren kann, wenn er durch das bessere Argument vom Gegenteil überzeugt wird. Zitat Ende. Prima. Genau dazu laden wir Sie ein. Nutzen Sie den demokratischen Diskurs hier im Plenum und in den Ausschüssen und rasseln Sie nicht gebetsmühlenartig Ihre viel zu kurz greifenden Schlussfolgerungen runter. Nutzen Sie die gerne auch die europäischen Institutionen, um Ihre Ansicht über Europa und den EU-Aktionsplan zu korrigieren. Die Maßnahmen laufen darauf hinaus, ich zitiere wiederum, dass in den Mitgliedstaaten, so auch in der Bundesrepublik Deutschland, auf allen denkbaren Medienkanälen nur noch einseitige regierungs- und EU-genehme Nachrichten bzw. Informationen verbreitet werden. Sie sollten nicht immer in Ihr eigenes Fernsehen schauen, denn das, was Sie schreiben, ist schlicht und ergreifend Quatsch. Der EU Der EU-Aktionsplan sieht eine sehr breit aufgestellte Gruppe von Akteuren vor. Natürlich die entsprechenden EU-Organe und die Mitgliedstaaten, aber in enger Abstimmung mit Wissenschaftlern und anderen. Und auch große Online-Plattformen wie Facebook, Google, Twitter sind dabei. Sie sollten zuhören. Das hat auch was mit Meinungspluralismus zu tun. Das hat mit Hören anderer Meinung zu tun. Genau das, was Sie in Ihrem Antrag fordern, was Sie aber nicht leben. Also, letztendlich sind wir alle gefordert, die Meinungsfreiheit zu schützen. Als Bürgerinnen und Bürger genauso wie als Politikerinnen und Politiker. Wir alle. Auch Sie sollten dafür sorgen, dass gezielte Desinformation weder in den sozialen noch in sonstigen Medien eine Chance hat. Und sobald wir diesen Zustand erreicht haben, können wir gerne wieder darüber diskutieren, ob wir einen EU-Aktionsplan immer noch brauchen. Vielen Dank.